7 Must-Haves, die du diesen Herbst brauchst. Hi, mein Name ist Rebecca and my life is kinda crazy. Und heute zeige ich dir nicht nur ein paar Beauty-Hacks, sondern auch meine geheimsten Favoriten für diesen Herbst. Beginnen wir mit einem so unterschätzten Kleidungsstück, das in dieser Jahreszeit besonders wichtig sein kann, der Bademantel. Er ist gemütlich, er hält dich warm und außerdem ist es auch so die perfekte Übergangskleidung, finde ich, also zwischen Anziehen und Ausziehen. Den habe ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen von Aldi, beziehungsweise eigentlich einen aus Vlies, aber ich habe ihn umgetauscht, denn Vlies mag ich nicht so gerne. Den hier mochte ich ein bisschen lieber, den habe ich dann von C&A, der war super günstig, ich verlinke dir den in der Infobox. Ich empfehle dir auf jeden Fall ein Material zu nehmen, was wärmend ist, halt Baumwolle oder Vlies und ein Stil, der dir gefällt. Du kannst auch auf so kleine praktische Details achten, wie zum Beispiel Taschen, das hat sich wirklich als sehr praktisch erwiesen. Das kann man nicht wirklich Hausschuhe nennen, das ist mir eigentlich fast schon unangenehm, die zu zeigen. Das sind so Gummischuhe, die ich mal auf Mallorca gekauft habe, denn ich habe aktuell keine Hausschuhe und deswegen dachte ich mir, gehen wir doch mal zu TK Maxx und gucken, was es da so gibt. Der Herbst bringt kältere Temperaturen mit sich und es gibt nichts Besseres, als sich in ein paar warme und flauschige Hausschuhe zu schlüpfen, um die Füße gemütlich zu halten, oder? Aktuell habe ich wie gesagt keine, aber meine Frage zwischendurch, wer erinnert sich noch an meinen Fail aus dem letzten Jahr? Ein bisschen enttäuschend, ich habe nichts gefunden, die waren nämlich alle so super dünn von der Sohle her und ich hatte die schon so oft, die trägst du 3-4 Mal und dann bist du mit der Ferse einfach direkt am Boden, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, verzichte darauf, diese Schuhe zu kaufen, aber ich gebe die Suche nicht auf und gucke weiter fleißig nach richtig coolen Hausschuhen jetzt für den Herbst, falls du mir welche empfehlen kannst, ab in die Kommentare damit. Fake it till you make it sozusagen. Selbstbräuner ist für mich eigentlich all in year around muss, weil ich mich nicht so super gerne sonnenbade, aber vor allem dann im Herbst und Winter. It's fake tan season, Schwester. Weniger Sonnenstunden im Herbst bedeuten, wir brauchen ein bisschen Sommerbräune und zwar ganz schnell und dafür Schritt Nummer 1 ab unter die Dusche und zwar Shower and Scrub. Damit die Bräune nämlich gleichmäßig wird und lange hält, muss deine Haut perfekt vorbereitet werden. Denn das spendet Feuchtigkeit, reinigt deine Haut wirklich gründlich und entfernt zuverlässig abgestorbene Hautschüppchen ohne Haut Irritationen zu verursachen. Schritt Nummer 2, du weißt ja, dass ich ein großer Fan von Bräunungsschaum für den Körper bin, weil du damit einfach den gleichmäßigsten, den gebräuntesten und den gepflegtesten Hautton hinkriegst. Und aktuell verwende ich für meine komplette Selbstbräuner-Routine die Produkte von M. Assam. Den Bräunungsschaum mag ich so gerne, weil die Intensität aufbaubar ist. Taste dich da gerne langsam mal ran und am besten trägst du das Ganze dann mit einem Handschuh auf. Trust me on that, ich habe das mal mit einem Gummihandschuh probiert, das ging eine Zeit lang auch ganz gut, aber ich habe dann doch festgestellt, dass es mit dem Bräunungshandschuh einfach am besten geht. Das sorgt nämlich für einen fleckenfreien, streifenfreien und einfach ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis. Für den maximalen Effekt kannst du gerne auch 10 Stunden vor der nächsten Dusche abwarten. Und weil wir den Summer Glow für das ganze Jahr auch im Gesicht haben wollen, kommen wir jetzt zur Gesichtspflege. Du nimmst dir einfach eine Creme deiner Wahl, 1 bis 3 Tropfen von den Self-Tanning Drops von Assam untermischen und Gesicht eincremen. Das muss nicht mehr abgewaschen werden und in ein paar Stunden wirst du merken, bist du so richtig schön gebräunt. Ich finde, das Ganze riecht auch sehr angenehm nach Kokos. Wir haben hier eine sehr große Flasche, wie du sehen kannst, größer als sonst, also du hast reichlich Produkt hier. Und wir haben hier natürlich DHA enthalten. Das ist nämlich der Hauptbestandteil bei Selbstbräunern, der dafür sorgt, dass dann deine Haut am Ende auch gebräunt ist. Der reagiert nämlich mit den Eiweißen auf der Haut. Und je nachdem, wie viel du dann davon aufträgst, wird deine Haut auch dunkler. Das heißt, du kannst den wunderbar aufbauen. Das Self-Tanning Fluid finde ich auch richtig sinnvoll, muss ich dir sagen. Denn ich muss schon zugeben, so eine Selbstbräuner-Routine, ich nehme mir das dann immer richtig vor, ah, heute muss ich mal wieder eine Selbstbräuner-Routine oder so einlegen. Das ist schon so ein bisschen aufwendig. Ich mag das, weil das Self-Care für mich bedeutet, ne, wenn man so lange keinen Selbstbräuner mehr aufgetragen hat und dann das schon so abgepeelt hat alles, das Ganze mal wieder auftragen, dann später abduschen, man fühlt sich wirklich wie neugeboren, aber zwischendurch mag ich es doch ganz gerne nochmal entweder nachzubräunen, wenn ich Selbstbräuner trage oder wenn wirklich alles runter ist, dann so eine ganz leichte Bräune hiermit aufzubauen, das ist nämlich ein Fluid, was du nicht abwaschen musst, du trägst das einfach auf deine Haut auf und verreibst du es ganz normal, wie halt eine Creme auch. Es ist sehr flüssig und du siehst auch ganz gut, wo du schon warst, denn das ist getönt. Wirklich ganz egal, ob das Peeling jetzt, der Selbstbräunungsschaum, meine Selbstbräunungstropfen fürs Gesicht, ich liebe die, oder das Fluid, was ich jetzt gerade neu für mich entdeckt habe oder auch der Tanning-Handschuh, meine ganze Kosmetik, alles, was ich von Assam Beauty habe, liebe ich. Ich liebe Assam einfach für die Werte, die diese Brand mitbringt. Das ist nämlich ein tierfreundliches und familienfreundliches Unternehmen. Fast alle Produkte sind mittlerweile vegan. Ich selber benutze ja auch nur die, die wirklich vegan sind. Wir haben hochwertige Produkte made in Germany und wir haben keine Inhaltsstoffe, die wir nicht haben wollen. Also keine Parabene, Paraffine, Mineralöle, Aluminiumsalze, alles gecancelt und rausgestrichen. Das heißt, wenn ich ein Assam-Produkt in der Hand habe, bin ich schon immer richtig beruhigt, weil ich weiß, hinten wird mich nichts überraschen, was ich da nicht sehen möchte. Ich verlinke dir die Produkte, auch meine Empfehlung mit dem Tanning-Handschuh und dem Selbstbräunerschaum nochmal in der Infobox und natürlich steht da auch nochmal unser Rabattcode, denn mit dem Code sparen wir 15% in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kein Herbst ohne Kerzen und ich musste eine rein animieren, denn leider
ist es gar nicht so leicht, eine Kerze zu finden. Ich habe jetzt eine im Hintergrund stehen. Wer meine Videos aufmerksam kennt, weiß, wann wir die geshoppt haben. Ich bin ja immer sehr anspruchsvoll, was meine Produkte angeht. Und ich möchte eine Kerze haben, die clean, die vegan ist, bei der ich mir keine Gedanken machen muss, dass wenn ich die anmache, ich da so eine richtig große Menge an Chemie irgendwie einatme. Und deswegen habe ich mich im TK Maxx mal umgeschaut. Ich war ja eh wegen der Hausschuhe da und fand da wirklich einige Kerzen sehr herbstlich, sehr cute. Da waren einige Kerzen, wo ich gedacht habe, ach doch, der ist ganz angenehm, der Geruch, aber ich war mir dann nicht sicher, ob die so clean sind. Das heißt, ich bin weiterhin auf der Suche nach einer cleanen, veganen Kerze, bei der wir uns keine Sorgen machen müssen. Aber ich setze das Ganze trotzdem schon mal auf unsere Herbst-Must-Have-Liste. Yes, Schwester, Düfte, denn wir wollen diesen Herbst-Memories speichern. Und ich habe das neulich gehört und das habe ich mir so fest vorgenommen, häufiger zu machen. Man soll ja, wenn man heiratet zum Beispiel, ein ganz bestimmtes Parfum nur an diesem Tag tragen, dass, wenn man das dann irgendwann mal riecht, direkt so ein Flashback hat. Ihr kennt das alle, das hat man bei Songs, also bei Liedern. Und bei Düften finde ich extrem, dass so Erinnerungen freigeschaltet werden. Und ich möchte gerne so in den Herbstzeiten immer so bestimmte Düfte nutzen, sodass, wenn ich das rieche, das mich halt an irgendwas erinnert. Und deswegen Rouge Intense, liebe ich ja sehr. Von Kalin ist mein absoluter Favorite Duft. Und das ist für mich aber ein Duft, der hat schon eine Erinnerung und der liegt sehr in der Jugend bei mir. So ein bisschen was habe ich hier auch schon aufgebraucht. Man sieht das ganz gut von meinem Lancôme Idol Parfum und ich liebe diesen Duft auch sehr. Den habe ich neu und den trage ich meistens, wenn ich ausgehe. Und wenn ich den jetzt rieche, ist das so für mich, ich gehe irgendwie ins Theater oder in irgendeine Comedy-Veranstaltung, also irgendwo auf so eine Veranstaltung. Weißt du, was ich meine? Das hat sich schon so eingespeichert bei mir jetzt. Vielleicht ist das ja schon mein neuer Herbstduft, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ein Must-Have für den Herbst. Ein Parfum, was du nur mit dem Herbst dann in Verbindung bringst, wo all deine Memories und deine schönen, glücklichen, herbstlichen Momente dann gespeichert werden. Und wenn es dann Winter wird, dann tauschen wir den Duft wieder aus und dann schließen wir den Herbst ab. Und ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Das ist für mich irgendwie so ein richtiges Must-Have. Musst du haben, eine Wärmedecke für den Herbst, aber vor allem eigentlich für Periodenschmerzen. Ich sag's dir, wie es ist. Meine Güte, ich hatte vorgestern schon wieder so Schmerzen, gar nicht witzig. Anyways, ich liebe diese Wärmedecke, aber im Herbst auch sehr, vor allem, weil es wird kälter und wir ziehen auch die Schultern so viel wieder hoch, wenn wir irgendwie frieren und draußen stehen. Das verspannt uns den Nacken und da ist sowas ideal. Ich habe auch noch so eins, was du dir um den Nacken legst. Liebe ich. Aber ansonsten auch für den unteren Rücken oder wenn mir einfach so ein bisschen kalt ist, dann nehme ich das gerne mit vor den Fernseher oder morgens, wenn man aufsteht, sich im Homeoffice an den Rechner setzt und irgendwie ist es noch kalt in der Wohnung, dann Wärmedecke. Absolutes Must-Have seit Jahren. Ich habe die mal bei Kaufland sehr günstig gekauft. Ich verlinke sie dir, wenn ich sie finde, aber ich denke schon. Ich verlinke dir alle Must-Haves nochmal in der Infobox. Super günstig und hält bei mir jetzt wirklich schon 3-4 Jahre, glaube ich. Übertreibe ich gerade, aber Jahre, einige Jahre schon. In den nächsten 2 Wochen werden du und ich hier auf diesem Kanal noch ein bisschen mehr über Herbstfashion reden und da wird es auch den ein oder anderen Haul geben. Aber jetzt kommt schon mal ein kleiner Tipp, ein absolutes Must-Have für den Herbst sind nämlich Mäntel. Mäntel in allen Formen und Farben. Ich bin sogar mal ganz crazy gewesen und habe mir so einen lachsfarbenen Mantel gekauft, wobei ich sagen muss, ich wurde oft gefragt, ob das ein Bademantel ist. Ansonsten habe ich mir diesen schönen Mantel neu gekauft bei Zara. Dazu werde ich aber nochmal ein Update machen, denn wir wollen ja noch ein paar Herbst-Shopping-Hauls hier hochladen. Das kommt jetzt auch wirklich ganz bald. Und den mag ich auch sehr gerne. Habe ich schon lange. Der ist auch mal viral gegangen auf TikTok, weil ich da nicht wusste, dass man hier hinten das hier aufschneiden muss. Wie peinlich ist das denn? Man muss die Naht am Mantel hinten abschneiden. Ich habe den Mantel einfach seit 2 Jahren und wusste nicht, dass das von hinten so schlimm aussieht. Und mein Freund sagt neulich noch, Rebecca, du musst es aufschneiden. Ich so voll selbstbewusst mit ihm gestritten. Nee, muss man. Und ich finde, mit so einem Mantel bist du einfach immer richtig gut angezogen. Du kannst sogar eine schwarze Jogginghose drunter tragen oder einfach nur eine Sporthose, eine Leggings, ein Basic-Oberteil, einen Mantel drüber, coole Boots und du hast ein richtig nices Outfit. Und das waren sie also meine Herbstfavoriten. Schreib gerne in die Kommentare, was du auf die Liste noch mit raufschreibst. Losen das Gewinnspiel noch schnell aus. Ich freue mich sehr, dir sagen zu dürfen, dass du dich gerne bei mir melden darfst. Entweder per Instagram, DM oder hier unten in den Kommentaren. Dann finde ich schon einen Weg zu dir, damit ich dir deinen Gewinn ganz bald zuschicken kann. Ich plane auch schon das nächste Gewinnspiel und freue mich da sehr drauf. Also halte deine Augen und Ohren offen. Schreib dir schon mal den 01.01.2024 in den Kalender. Da kommt nämlich was richtig Krasses auf uns als Community zu. Im Dezember kündige ich dir auch schon an, worum es geht. Ich bin da heiß in der Planung. Aber genug vom Anteasern jetzt. Ich mag das auch immer nicht, wenn man noch nicht weiß, worum es geht. Aber es ist so krass, dass ich es mit euch teilen will. Aber was machen wir dann? Okay, vielen Dank, dass du dieses Video bisher geschaut hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in den Herbst und freue mich, dass wir den gemeinsam hier auf dem Kanal genießen können. Ich sage, mach's gut, bis dahin und tschüss.